Jo Leute, hier jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge. Nee. Doch, vierten Folge Rocket hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Vorwort. Ein Vorwort. Denn ich habe mich in der Folge nur einmal kurz vertan. Also nicht einmal kurz vertan, sondern ich habe mich vertan damit, wann die Folge rauskommt. Also wundert euch nicht, wenn wir die ganze Zeit vom 26. März reden. Das stimmt nicht. Da kommt eine andere Folge. Diese Folge kommt früher schon. Die kommt nämlich am 19. glaube ich. Wenn ich jetzt hier nichts falsch mache. Ja, das wollte ich nur mal kurz hier so sagen, denn nicht, dass ihr euch wundert, dass ich mich einfach vertan habe. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier mit dem Intro. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League auf meinem Kanal mit dem Emil. Oh scheiße, ich bin am Nitro vorbeigefahren. Ich hab kein Nitro. Ich mach nebenbei noch ein Quiz, also nicht wundern, wenn ich nicht 100% dabei sein kann. Übrigens, falls... The Simulation of Smoke. Ich produziere gerade vor, also nicht wundern. Dark Knight. Das ist irgendwie... Wobei, ich nehme gar nicht so heftig mit allen gleichzeitig auf. Zum Beispiel mit Ema habe ich noch gar nicht aufgenommen heute. Aber ich produziere ein bisschen vor, weil ich bald in den Urlaub Skifahren gehe. Und? Sei leise! Ja, YouTube Money würde ich sagen, ne? YouTube Money regelt. Ja. Und das Geilste ist, es gibt ein Quiz, okay? Es war schön pro der Face. Emil! Das heißt Quiz ab und mein Bruder und ich sind einfach bei einer bestimmten Kategorie die beiden Besten in komplett Deutschland. Weil es einfach anscheinend niemand anderes spielt. Ist schon ein nice Gefühl. Das ist schon ein nice Gefühl. Ja. In welcher Kategorie denn? Movie Posters. Also wenn man so auf einer DVD, wenn man eine DVD kauft, ist ja ein Bild vorne drauf und ja, das Bild halt, muss man den Film erraten. Mhm. Und mein Bruder ist ein bisschen besser als ich. Der ist aber schwach. Ja, der guckt auch ein paar mehr Filme als ich. Ein paar? Ungefähr 10-mal so viele. Ja, dein Bruder guckt ja nur Filme, also das ist ja nicht verwunderlich, dass der... ungefähr 3-mal die Woche ins Kino. Ja, guck mal! Warum spielen wir eigentlich gerade gegen solche Noobs, ne? Wir spielen so unnormal nicht anständig, ne? Ja. Sondern einfach irgendeine aber Scheiße ich gerade. Ich hab Ausrede. Ich spiel einfach so. Jetzt bleibt er stehen, muss nochmal eine Antwort eintippen. Nee, ich hab gerade was gemacht. Machst du rein? Ah, fast, ne? War ja fast drin. Ich hab letztens ein übelst geiles Tor mit Johann gemacht, ne? Mit Johann? Ich nenne ihn so. Und zwar... Ihr müsst wissen, das ist jemand, der will nicht aufnehmen und deswegen ist er nie in der Aufnahme drin, ne? Der ist zu abgehoben. Genau, der ist und, zu abgehoben. Das Geilste ist einfach, die beiden kommen so auf mich zu und ich play die so geil out. Ich krieg erstmal so gar keine Luft mehr. Du kriegst erstmal so gar keine Luft mehr. Ilja, der lacht Ilja immer richtig hart, immer wenn ich irgendwas krasses, so ein krasses Tor mache. Nee, dann schrei ich. Ich schrei dann nicht, aber... Dann werde ich so richtig hoch, meine Stimme. So. Ja, das war richtig hoch. Ja. Das war einfach ohne Luft irgendwas gesagt. Ja, meine Stimme ist weg, weil ich erkältet bin. So. Ich hab Husten. Ja. Wieder eine Ausrede, damit du nicht zur Schule kommen musst. Ja, Hauptsache aber zocken kannst. Hauptsache Wochenende. Ja, psch. Ja, psch. Psch. Übrigens, in der Beschreibung ist ein Link zu... Und ist zu einer Abstimmung, welche Games denn auf meinem Kanal kommen sollen. Die ist auch schon in den vorherigen Folgen. Seit der Minecraft-Folge sind die da. Speed Builders? Die aus irgendeinem Grund Speed Builders heißt? Nee. Ey,
Aber die wurde doch jetzt bestimmt schon mal umbenannt, ne? Keine Ahnung. Nee, aus einer Folge, die noch nicht oben ist, weil wir ja gerade vorproduzieren. Ja, wann kommt die denn jetzt? Welche? Die? Ja, die wir gerade aufnehmen. Die kommt Samstag in den Ferien. Nice, ne? Mhm. Und wir haben gerade Samstag vor den Ferien. Also, eigentlich kommt die Ostersamstag. Diese Folge kommt jetzt Ostersamstag, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Und wir nehmen gerade... welche ist heute? Welche ist... Ist heute der 11.? 12. Heute ist der 12. Also, könnt ihr jetzt mal aus... Ja, zwei Wochen später. 19. Ja, nee. Zwei Wochen, eine Woche. Nee, zwei Wochen. Stimmt, oh. Dann ist es gut und gerne mal nicht den 19. Der 26. Der 26. Und Leute, es ist zu easy, Mann. Ja, warum spielen wir überhaupt gegen solche Noobs? Gib mir noch mal den Chat. Das ist Profi, Veteran, genau wie wir, aber... Die haben einfach keine Chance gegen die Dominaner. Ja, wir spielen halt Wettkampf, ne? Könnte daran liegen, dass ich immer noch in so einer scheiß Liga eingestuft bin. Prospect Elite? Ja. Da ich aus irgendeinem Grund, der mir... nicht einleuchtet. Auch. Ja, das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, ich soll ein bisschen erniedrigen, mit dir in eine Liga eingestuft zu werden. Psch. Aber danke. Ach, du warst es. Ich dachte, das wäre... Boah, das war, sah gerade mega komisch aus. Ich meine, du hast zwar eine Rot-Grün-Schwäche, aber ich glaube eine Türkis-Orange, oder? Doch. Das ist, sind ja gleiche Farben. Nein. Wo siehst du hier grün, bitte? Das Orangene ist grün. Nein, ist egal, ich sehe es als normal. Guck mal, die anderen sind Müllmänner. Ja, wie gesagt, Tausende, da richtig geil gespielt, ne? Ja. Ey, ihr müsst wissen. Ihr müsst wissen. Sich gelohnt zu gucken. Dass Fortuna heute gespielt hat und wir beide Fortuna-Fans sind. Ja, ich glaube eher ein bisschen mehr. Ja. Aber ich habe mir das Spiel angeguckt. Ich nicht. Ich ja, war schön bis zur 80. Minute, dann war es schrecklich. Schön, also schön bis zur 55. Minute und dann war es schrecklich. Also ich habe gehört, dass es schon von Anfang an schrecklich sein Nee. Zuerst waren sie ja die bessere Mannschaft und dann haben sie halt nachgelassen. Bis zur 55. Minute haben sie halt rasiert und danach waren sie dann halt leider unterlegen und ich spreche jetzt gerade extra im Sprachchat, damit die anderen sich so mega aufregen und du mich doppelt hörst. Aber du bist ja jetzt schon aus dem Hauptmenü, also du bist ja schon wieder ins Hauptmenü reingegangen und deswegen hörst du mich jetzt gar nicht mehr doppelt und ich frage mich gerade, was die anderen denken, die sind auch geliebt. Und bitte schneidet es raus. Nee. Nicht? Nee. Also. Doch! Zweite Runde. Genau. Und let's go, jetzt machen wir die wieder fertig. Jetzt ist dann wieder die gleichen. Ne, da ist Jesus dabei. Dann haben wir gar keinen Spaß. Ah, jetzt sind viel mal Müllmänner. Aber ich bin so ein schwarzer Müllmann. Oh, es ist für dich etwa kein Müllmann. Ich hab nur gesagt, dass ich halt schwarz bin. Bist du gar nicht schwarz? Hey, klar bin ich schwarz. Guck mich doch mal an. Du bist auch schwarz. Du hast genau das gleiche Auto wie ich. Nur nicht die geile MLG-Brille. Ja, sei leise. Dein YouTube-Money hat nicht ganz ausgereicht. Ja, nee, musst du halt schon genug sparen für meinen Skiurlaub. Ja? Deswegen hat es nicht mehr ganz. Gehst du in ein 5-Sterne-Hotel oder was? Nee. 6-Sterne-Hotel. Und dann komme ich nach Hause und erstmal schön 24 Stunden streamen, ey. Hm. Ja. Richtig geil, so schön von der Fahrt, so müde und dann nach 3 Stunden, ich hab keinen Bock, verlegen wir auf mitten in die Schule, okay? Ja. Wir nehmen einfach unser PC einfach mit in die Schule. Genau. Und besorgen uns auch Internet, ne? Das Internet von unserer Schule ist doch grandios, Mann. Ja, stimmt, das reicht ja. Ich fahre, ne? Uiuiui, ihr müsst wissen, das Internet und die Computer auf unserer Schule sind richtig Grütze. Grütze. Wir brauchen erst mal 3 Jahre, um anzugehen. Ja. Bildschirme. Okay. Und jetzt muss ich mich mal echt zu dem neuen Batman DLC äußern. Also, wenn, gerade als wir die Folge hier aufnehmen, ist das Batman DLC noch neu.
Ich finde diesen Ton vom Batmobil so richtig behindert scheiße, ja? Man kann einfach nicht mit dem... Was machen wir gerade? Mit dem Batmobil spielen, weil der Ton so scheiße ist. Immer wenn ich mit dem spiele, mache ich mit Sound aus. Ja, der ist so Grütze. Aber das ist dann auch wieder scheiße ohne Sound spielen, deswegen spiele ich mit Dominus. Aber du hast ja jetzt Geburtstag, deswegen hast du so viel Geld, ne, dass du dir alles leisten kannst. Ja, ich hab im Moment, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß ja im Moment gar nicht, was man kaufen will. Alle DLCs? Hab ich schon. Dann nochmal alle DLCs mir schenken. Du hast auch schon fast alle. Ich hab 2. Von 5. Nein, du hast das DeLorean. Ja. Das Future und das Supersonic und es gibt 5. Wo kam der Behindert? Nee, mach ich aber nicht. Schade. Wäre schon mal eine gute Unterstützung für meinen Kanal hier. Du hast das wichtigste Auto. Meinst du den Back to the Future Car? Ja, das ist aber übelst OP eigentlich. Was, das den Nominus oder Back to the Future Car? Beide eigentlich. Aber eigentlich Back to the Future. Es ist halt alles ist schnell, ist halt relativ flach und es hat eine große Hitbox. Also ist eigentlich ein richtig krasser Allrounder. Es ist halt Paladin noch besser. Weil der Paladin wurde ein bisschen gepatcht. Weil erst wurde dem Paladin noch eine größere Hitbox zugefügt und da war der für eine Zeit so hart OP. Boah, dieses Batmobil, ne? Ey, ich hasse dich, Stiflipper. Naja, ich sollte Synchronsprecher werden. Fürs Batmobil. Ja. Ich weiß nicht, wann kommt eigentlich der neue Batman-Film raus? Batman vs. Superman, meinst du? Dawn of Justice, ja. Ich glaube, ist im Januar rausgekommen. Nee, der ist noch nicht draußen. Der kommt aber bald raus. Ich weiß gar nicht wann. Ich habe gestern noch den Trailer gesehen. Ich habe den ungefähr 3-mal geguckt. Also gestern habe ich das erste Mal den Trailer gesehen, deswegen. Am ersten Mal, okay. Nicht schlecht, der war nicht schlecht. Ja, ich wollte halt Nitro haben, ne? Sonst nichts. Und halt ein bisschen Geld, aber... Nimm doch Nitros. Und bald... Stirb bitte. Bald fängt Rocket League Championship an, ne? Ja, wir haben schon angemeldet. Nee. Ich weiß nicht. Oder wollen uns anmelden. Ich weiß nicht, läuft. Ist während des Streams im Spiel? Nee, ich glaube nicht. Bei 25. ist letzter Abgabetermin. Nein, 25. ist kann man sich erst anmelden. Achso, ja, da wird es nicht sein. Ja, deswegen. Aber auf jeden Fall wird es aufgenommen. Also irgendwie, ich verstehe das nicht. Die hätten das da mal besser hinschreiben sollen. Weil ich hab's auch erstmal so verstanden, dass man sich ab dem Moment anmelden kann. Sobald bis zum 25. März. Mit 8. März bis 25. März ist ja ordentlich Zeit. Ja, ich aber... Mein, wer liest es denn am 8. März und meldet sich dann am 25. März an? Ja, es macht keinen Sinn. Und ich finde, mal ganz ehrlich, man hätte das schon von Rocket League, die hätten das schon so machen können, dass man sich halt bis zum 25. März machen kann. Weil ich denke, so sind auch viele Leute verwirrt, die sich das halt einfach nicht durchlesen, sondern einfach nur 25. März sehen. Oder die einfach auch die ganze Zeit warten und so. Und es halt direkt spielen wollen. Ja. Aber ich meine, wir werden wahrscheinlich eh direkt rausliegen. Ja, genau, wir werden gegen IBP und keine Ahnung, gegen wen was spielen. IBP? Was? IBP, kennst du nicht? IBP. Ja, ist ja egal. Ist ja deutsch. Ist ja deutsch. Hol ich. Wie heißen? Den hat der gesaved. IBP. I by. Power. Nein, Cosmic. Die heißen Cosmic Aftershock. IBP ist nur der Clan-Tag von denen. Oh, schade. Und oder Flipside Tactics wäre auch nicht schlecht. Ja, wäre auch nicht schlecht. Aber wahrscheinlich. Ey, was mega. Entweder wir spielen gegen solche mega guten oder wir spielen einfach gegen solche mega Noobs. Das wäre mega nice. Also aber beides würde ich feiern. Wir spielen dann gegen unbekannte Güte. Ja, das wäre scheiße. Ja, das wird eh passieren. Wir spielen nie gegen berühmte. Wir werden nie im Leben gegen berühmte Gute spielen. Ja, aber ein paar müssen das halt machen. Ein paar. Und vielleicht gönnen wir jetzt in ein paar. Ich glaube, aber wir müssen erstmal die erste Runde überstehen.
Also nicht die Gruppenphase, sondern die K.O. Die K.O.-Phase vor der Gruppenphase. Ein Tor. Ja, easy goal. Das war jetzt mal eine schöne Folge. Wir haben eigentlich nur gelabert. Und einfach mal über Sachen geredet. Also unten in der Beschreibung ist ein Link zu allen möglichen, zu einer Umfrage, wo ihr euer Spiel auswählen könnt. Also das, was ihr am ehesten von uns sehen wollt oder von mir sehen wollt. Da sind ein paar Spiele da. Also geht unten, erster Link in der Beschreibung, geht da rein und guckt euch mal an, welche Spiele da sind. Wählt eure Lieblingsspiele aus und das war's dann jetzt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.